Hallo, willkommen zurück, ihr Lieben, zu Monster Hunter World bei der ersten Quest. Die Agras des uralten Waldes. Was habe ich denn hier schon? Ich habe schon ein paar Sachen. Trank gegen Gift, Ration, rohes Fleisch, leere Fiolen, die ich überhaupt nicht brauche. Also weg damit. Trank, rohes Fleisch. Ja, was ich bräuchte, wäre wohl. Ein Spieß, um was zu braten. Kann ich das hier schon? Kann ich, aber ich habe keine Punkte. Das ist das Problem. Sonst könnte ich da schon das Fleisch braten. Gut, gehen wir zur Quest. Auf geht's, Iggy. Schnappen wir uns die Jagras. Okay, das ist unser erster Auftrag. Sehen wir uns noch einmal kurz die Regeln für Quests an. Regel Nummer 1. Erfülle das Ziel, um die Quest zu erfüllen. Das ist einfach, oder? Warte. Jede Quest besitzt ein Ziel. Die Quest ist erst abgeschlossen, wenn das Ziel erfüllt ist. Unser Ziel besteht darin, eine bestimmte Menge Jagras zu erlegen. Sehen wir mal auf die Karte. Auf dem Weg zur Basis sind wir Jagras begegnet. Weißt du noch, die kleinen Monster? Ich glaube, sie waren irgendwo hier. Willst du mal nachsehen? Ich muss. Regel Nummer 2. Benutze die Vorratstruhe. Die Kommission gibt uns auf jede Quest bestimmte Objekte mit. Sie sind in der Vorratstruhe dort drüben. Sieh mal hinein und entscheide, was du mitnehmen willst. Allzeit bereit. Ah, ja. Hey, Partnerin. Genau. Soll ich dir jetzt folgen? Aha. Upp. Scrolle im Objektbalken nach links. Sei vorsichtig. Machen wir mal. Halt deine Waffe vor dem Angriff bereit. Was du tun kannst, hängt davon ab, ob sie gezogen ist oder nicht. Wenn du erforschst oder Objekte sammelst, sollte deine Waffe immer weggesteckt sein. Ja, natürlich. Ich werde Sammelpunkte und die Position von Monstern auf der Gebietskarte für dich markieren. Jetzt nehme ich auch mal Sachen Honig mit. Honig sammeln und ihn mit einem Trank mischen, um so einen Megatrank herzustellen. Das macht das Spiel auch schon alleine, wenn man es eingestellt hat. Sieht man rechts gerade? Hier drüben! Nein, ich will das einsammeln da. Beere. Den Rotkern für meine Schleuder. Du kannst Schleudermunition nutzen. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Ein Rudel Jagras. Das sind die Monster, nach denen wir suchen. Mal sehen, wie du dich schlägst, wenn du auf dich allein gestellt bist. Brauch kein Ding. Problem ist, die sind mir zu schnell. Kleine Popel hier. Mag ich gar nicht über so viele Viecher. Ich mag auch keine schlechten Waffen am Anfang. Sie laufen weg. Lass sie nicht entkommen. Nimm dir ja, ich will den ausnehmen. Materialien wie möglich. Benutze sie in der Schmiede. Jo. Hab ich verstanden. Ah, hier kann man. Moment, da waren Knochen. Knochenhaufen. Mitnehmen. Alles mitnehmen, was man finden kann. Hier drüben! Ist immer so eine Sache, wenn man ein Spiel spielt. Also, eigentlich kennt man's. Es sei denn, man spielt's blind. Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Wie gesagt, es sei denn, man spielt es blind. Das wollte ich gar nicht. Zum Spornbausch kann man sich auch verstecken. Aber wenn man es halt let's playt, sollte man es auch erklären, weil es gibt sicher Leute, die es nicht kennen. Ein Fliege. Ups. Einmal alle blenden hier, die kleinen Mistviecher.
Nutze, was du kannst. Das sind aber ein paar viele hier. Upp, wie er angesprungen kommt. Und nochmal. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Weiß ich. Lass dich zusammen, okay? Okay, gehen wir nach Hause und erstatten dem alten Mann Bericht. Vorher möchte ich den aber noch umbringen. Ich weiß, wie böse das klang. Weil ewig bleiben die Kleinen nicht liegen. Ich möchte aber gerne alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Da kommt schon wieder ein neuer. Geh mir ja nicht auf den Sack. Hier noch was. Knochenhaufen. Ich meine, man kann natürlich googeln, alter Knochen, das ist schon mal was Selteneres, glaube ich. Wenn man irgendwas wissen will von dem Let's Player, aber wenn jemand das schon Let's Playt, dann sollte man das auch ein bisschen erklären. Ich versuche es zumindest, soweit ich kann. Allerdings erklärt das Spiel auch alles von selbst. Also von daher will ich da eigentlich gar nicht so sehr reinreden. Es dauert halt ein bisschen, bis das Spiel die Sachen erklärt. Manchmal dauert es sogar zu lange, ich finde. Lagrasschuppen, Lederhautschuppen, Rüstkugeln, Mandragora, alter Knochen, Bitterkäfer, Bitterkäfer. Meine Mietze hat auch was mitgebracht. Schön, gut, Iggy. Lohnung, Forschungspunkte, Palico aufgestiegen. Galerie wurde eine neue Zwischensequenz hinzugefügt. Iggy ist ein bisschen stärker geworden, yay. Überprüfe die Verbindung zum Netzwerk. Warum? Ich war doch noch gar nicht online. Bin ich jetzt? Weil ich eine Quest abgeschlossen habe? Das Ding ist, in dem Spiel ist man permanent online. Heißt, man kann jederzeit Hilfe von anderen erfragen, sage ich mal. Mit einem Notfeuerleuchtsignal oder ja, mit so einem SOS quasi. Dann können andere, die halt noch draußen sind und sich eine Quest suchen, aufs Notleuchtsignal reagieren und joinen. Gut, dich zu sehen. Ihr habt beim Erlegen des Jagras gute Arbeit geleistet. Ihr Lebensraum hat sich nicht verändert, aber dennoch erhöht sich ihre Zahl. Verstehe. Aha. Ich spreche nur das Offensichtliche aus, aber die Jagras sind nicht die einzige Gefahr, die da lauert. Wir haben zudem Berichte erhalten, dass eine Kestodon-Herde außer Kontrolle geraten ist. All das wohl deswegen, weil der Suramak daraus Land erreicht hat. Das macht alle wahnsinnig. Okay. Es wird eure Aufgabe sein, sie zur Ruhe zu bringen. Wir möchten, dass ihr diese Kestodon-Herde untersucht und ausdünnt. Ausdünnt, das klingt auch nett. Ich komme mit, möchte nicht, dass sich was passiert. Ach Süßer, ich bin schon groß. Du kannst jetzt über eine Online-Sitzung mit anderen Spielern zur Quest aufbrechen. Möchtest du die Sprachchat-Funktion jetzt aktivieren? Nein. Okay, jetzt wo wir einige Materialien haben, lass uns doch zur Schmiede gehen und sehen, was wir damit anfangen können. Okay. So, jetzt sind wir online. Sieht man auch an der Seite lauter Leute, die beitreten. Japaner und Deutsche und Amerikaner und alles, was Monster Hunter spielen kann. Ich weiß allerdings nicht, ob es Crossplay hat. Bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. Spiel gibt es, glaube ich, auf der... lass mich lügen. Mittlerweile gibt es auch auf dem PC. Auf der PlayStation 4 auf jeden Fall, da habe ich es ja selber. Bei der Xbox One weiß ich es gar nicht. Ich denke aber nicht. Die fünfte ist also angekommen. Grüße. Sei gegrüßt. Ich bin der Luftschiffingenieur der zweiten Flotte. Ich arbeite an fliegenden Maschinen, Luftschiffen und so. Du bist sicher neugierig, warum du noch kein Mitglied der dritten getroffen hast. Das liegt daran, dass sie seit Jahren gestrandet sind. Kurz nach der Ankunft der Gelehrten von der dritten bestanden sie darauf, die große Schlucht zu überqueren. Also wurde ihr Schiff in ein Luftschiff verwandelt und los ging es. Die Überquerung der Schlucht lief gut, aber dann wurde ihr Luftschiff von einem fliegenden Monster angegriffen und stürzte ab. Natürlich war die ganze Aktion waghalsig, aber da ich ihnen den Flug ermöglicht habe, fühle ich mich zum Teil mitschuldig. Seit jenem Tag arbeite ich daran, ein besseres Luftschiff zu bauen, eins, mit dem wir sie retten könnten. Aber wegen des ungemütlichen Wetters in der neuen Welt und der starken Winde in der Schlucht gab es immer wieder Rückschläge. Aber ich werde trotzdem nicht aufgeben.
Okay. Dann gucken wir mal, ob er was für uns hat. Da bist du ja, Fünferin. Aha, wer ist denn da mit Materialien zurück? Komm nur her und willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach, was ich hier mache. Weil immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie zu Waffen und Rüstungen zu verarbeiten. Komm einfach vorbei, wenn du etwas Neues oder Interessantes findest. Hier, ich gebe dir diese Materialien als Willkommensgeschenk. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Du kannst Monstermaterialien und Erz nutzen, um in der Schmiede Ausrüstung zu schmieden und zu verbessern. Gib die Materialien, die du als Questbelohnung oder durch Zerlegen von Monstern erhältst, an die Schmiede, um neue Ausrüstung herzustellen, mit der du dich noch stärkeren Monstern stellen kannst. Verbessern. Wähle eine Waffe, die du verbessern möchtest, bla bla bla. So, ich kann die anscheinend verbessern. Mit dem Eisenerz, das ich bekommen habe, okay. Ich könnte auch das Knochenschwert verbessern, aber das ist so schnell unscharf. Man sieht der Schärfebalken, der kleine. Rot, orange, gelb. Ich glaube, das höchste ist weiß oder lila. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube lila tatsächlich, aber ob lila hier existiert, weiß ich auch nicht. Ich habe bisher nur weiß gesehen. Dann macht's mal besser, mein langes Schwert. Hier brauche ich schon Sachen für, die ich noch nicht gesehen habe. Schön. Jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe. Bla bla. Dafür brauchen wir Rüstkugeln und Geld. Machen wir mal. Ein bisschen mehr Verteidigung ist immer gut. So. Guti. Da unten will auch noch jemand was von mir. Wenn ich das richtig gesehen habe. Rennen wir nochmal runter. Ach, hier. Hallo. Eventverwalterin. Wie läuft die Jagd? Oh, hallo, Fünferin. Wir sind bereit, unsere Taverne und Versammlungsstätte zu eröffnen, die Himmelsstürmerin. In der Versammlungsstätte kannst du dich mit anderen Jägern treffen und gemeinsame Quests anfangen. Genau, da oben kann man die Mitspieler in diesem Raum sehen, das kann man hier nicht, hier unten. Da muss man erst da oben hin. Um die Himmelsstürmerin zu finden, musst du nur aufschauen. Siehst du das Schiff da oben zwischen Astera und den Sternen? Das ist sie. Nimm den Aufzug, um dort hoch zu gelangen. Wiedersehen! Bitte besuche uns doch bald, sobald du kannst. Da muss ich auch hin. Dann will hier noch einer was. Versorgungslager. Das müsste hier sein. Bei ihm, genau. Oh, Pugi! Hi! Hey, du freust dich ja noch gar nicht. Oh, schicke Waffe, Liebes. Dann ist es jetzt wohl Zeit, sich noch ein paar Vorräte zu besorgen. Wenn du mich noch einmal Liebes nennst, hau ich dir mein Schwert in die Ohren. Ich habe so ziemlich alles, was du brauchst. Sollte dir mal was ausgehen, bin ich dein Mann. Du bist nicht mein Mann. Hau ab. Ich habe dir gerade was gesagt mit dem Schwert. Ich würde zwar gerne deine ganzen Zähne kassieren, aber am besten sammelst du so viele wie möglich selbst. Na, was brauchst du, Liebstes? Liebes? Oh, Alter, du bist nicht mein Typ. Nur weil du lange Haare hast, bist du nicht mein Typ. Was hat er denn überhaupt? Astera Jerky brauche ich noch nicht. Brauche noch nichts davon. Ich sollte jetzt eigentlich doch ganz gut damit fahren. Dem, was ich momentan habe. Der kleine Schweinefreund Grundstrom, finde ich schön. Hallo. Ja. Du bist ein Jägerin von der 5. Dann hast du wohl deine erste Quest abgeschlossen. Dies ist die ökologische Forschungszentrale, die ich leite. Sag mal, hast du da draußen Daten zu Monstern gefunden? Spuren, Kerben, sowas in der Richtung? Daten erzählen uns eine Geschichte über die Monster. Eine komplexe und interessante Geschichte. Deine Aufgabe da draußen ist es, die Monster zu verfolgen, Daten zu sammeln und die Studien voranzutreiben. Unsere Aufgabe ist, diese Daten zu nehmen und unsere Erkenntnisse für die Kommission aufzubereiten. Was wir lernen, hilft dir da draußen auch. Du verstehst also, dass wir einander brauchen. Ich werde hier sein. Du bist immer hier in deinen Büchern. Das kommt mir irgendwie bekannt vor von Ra's. Schau dir jederzeit vorbei, dann zeige ich dir, woran wir gerade arbeiten.
Die Ökologische Forschungsgruppe ist eine Einrichtung, die Monster erforscht. Ihre Forschungen können dir bei den Jagden und Untersuchungen helfen. Es ist so viel zu lesen. Wenn du Monsterspuren und ähnliches sammelst, erhältst du Forschungspunkte. Wenn du genug gesammelt hast, steigt deine Forschungsstufe und du erhältst Zugang zu neuen Funktionen und Informationen, die deine Jagden erleichtern. Außerdem kannst du im Monsterlexikon Informationen über Monster nachschlagen, etwa über deren Lebensraum, deren Schwächen sowie über eigene Materialien, oder man googelt einfach danach. Die Forschungsstufe steigt nicht automatisch. Wenn dir im Ergebnisbildschirm Erstatter der Ökologischen Forschungsgruppe Bericht angezeigt wird, dann folge dieser Aufforderung. Im Forschungsstufenmenü findest du auch eine Spähkäferstufe, die die Fertigkeiten deiner Spähkäfer bestimmt. Je höher deine Spähkäferstufe, desto schneller finden sie die nächste Monsterfährte. Ich habe von dem doch schon was gefunden. Ah, da haben wir auch den Namen des Dinos von vorhin. Anja Naht. Nicht, dass ich sie schon gewusst habe. Aber für euch jetzt. Hier die kleinen Abdonot und Jagras. Mhm. Will noch jemand was oder nur noch meine Mieze da oben? Gladness. Ach, mein Schwein läuft mir nach. Es ist ja noch nicht meins. Es wird aber noch meins. Angeblich soll es ja mehr Loot geben, wenn man das Schwein von der Quest streichelt. Nein, ich will den Aufzug benutzen. Okay, wir haben doch keine Ladesequenz. Ja, okay. Habe ich mich ein bisschen geirrt. So, möchtest du auch noch was? Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest Pilzeinsatz im alten Wald. Dann wird unser Menü umfangreicher sein als der Bauch eines Großjagers. Kümmere dich darum, dann bekomme ich die Ware in meine Pfoten. Lass mich nicht hängen. Liefere 20 Gourmet-Pilzhüte. Mhm. Im alten Wald, alles klar. Kann ich jetzt speichern mittlerweile? Ja, kann ich, gut. Hallo. Hey, Partnerin. Als nächstes müssen wir uns um diese Kestodons kümmern. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, er kommt mit. Wollen wir mit der Suche im alten Wald beginnen? Ach, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, an der Questtafel aus. Dort kannst du dich auch zu Quests melden. Du brauchst also nicht immer den ganzen Weg hier hochzukommen. Allerdings passt du da das leckere Essen hier oben. Man kann aber auch essen, wenn man in die Quest geht. Kannst du dir auch von der Questtafel holen? Ja, die ist auch unten. Nicht nur hier. Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Wie gesagt, man kann auch essen, wenn man auf der Quest ist. Das könnte ich sogar gleich mal zeigen. So. Jawohl. Tutorial, Gutscheine. Zufällige Questbelohnung. Moment, das muss ich mir durchlesen. Wenn bei Bekanntmachen einer Quest ein super Glückgutschein verwendet wird, wird deinen Belohnungen der Abschluss der Quest ein Bonus zugefügt. Okay. Gut zu wissen, so. Iggy? Ach, du bist da. Ich würde schon sagen, wo ist denn meine Katze? Ich muss jetzt mal ein bisschen laden. Ich bin auch ganz geladen. Nein, alles gut. Und los geht's. Kestodons müssten am Wasser sein, wenn ich noch recht in Erinnerung bin. Hm, gucken wir mal. Die habe ich auch selten tatsächlich angegriffen. Obwohl ich schon einige Stunden im anderen Hauptspiel habe. Wie man am Anfang gesehen hat. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Genau. Drei männliche, fünf weibliche muss ich erlegen.
Okay. Machen wir. Hier sind da auch schon welche. Okay. Ah, da sind sie. Das, meine Liebe, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Ja, geht schon. Will die mich in Ruhe lassen? Die männlichen sind die größeren. Also der links ist jetzt. Was greifst du meine Katze an? Aua. Hey! Sonst geht's oder was? Sag mal, hallo, bisschen. Oh, oh, oh. Schon ist meine Waffe so unscharf, dass ich den nicht mehr auf den Kopf hauen kann. Kommt mir bekannt vor von den Rhinoplos aus 3 Ultimate. Unter anderem 3 Ultimate. Hab zur Not, ich wollte die Männchen halten viel zu viel aus. Schon kommen die Aasgeier und wollen fressen. Kann man übrigens auch fangen. Suchen wir eine andere Gruppe. Sei vorsichtig. Ekelgeier. Ja. Wegen der Kestodons solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere Monster. Der hat mir aber schon ganz schön wehgetan, dafür, dass es nur ein Kestodon war. Lerne so viel wie möglich über sie. Dann nehme ich mir hier mal so ein Blümchen. Und heile mich mal wieder, so. Was? War da irgendwas? Und noch weitere sind jetzt gleich links. Ich weiß, wo ich hin muss. Moment. Da komme ich nicht hin. Ach, das Spiel, ne? Oder doch, warte, da komme ich hin. Ist hier nicht irgendwo ein bisschen was an Erz? Ah, hier. Sehr schön. Gleich mal mitnehmen. Hier drüben! Ja, 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 ja. Moment. Schade, die Vögel sind so schön. Nein! Die hätte ich gern gehabt, das sind schöne Vögel. Oh. Guck mal da unten. Da ist der Rest der Herde. Noch zwei Männchen? Da habe ich aber keinen Bock drauf. Die sind mir ein bisschen als stark. Aua. Es ist so schlau, hier direkt vor dem zu wetzen. Von hinten in den Rücken. Meinst du, das ist schön? Die Männchen halten mir zu viel aus. Sag mal. Gute Arbeit. Damit wären wir hier so gut wie fertig. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, habe ich Iggy jetzt gerufen? Das wollte ich gar nicht. Ja, das Skalp kriege ich von denen. Ach, der andere ist da oben. Ich habe so harte Köpfe und mein Schwert ist halt noch so schwach, dass ich da noch nicht mehr so richtig durchkomme. Super. Hier.
eine Großjaggerspur. Sag mir nicht, ich muss ihn auch noch fangen. Schau dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Die laufen weg, das heißt, der ist ein Hai. Oh, nee. Ey, wie wär's mal mit Kauen? Los, los! Wie aufhalten? Das stand nicht auf meinem Plan. Verstanden. Also gut, Partnerin. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Der Part ist wieder länger. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagers-Quest später... Das ist gut, weil, Genau. Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke. Bin dabei. Ich brauche keine Freunde für einen Großjagras. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen. Ist leider sowieso die Sache. Ich werde das Spiel wohl, wie auch schon das richtige Spiel, das ich gespielt habe, mit Randoms spielen. Es geht schneller. Natürlich ist es besser, ich zeige euch erstmal die ganzen Monster. Ich breche jetzt das erstmal ab. Hier ist es übrigens ein Notleuchtzeichen abfeuern. Wenn ich das mache, dann kämen Leute dazu oder würden dazu kommen vielleicht. Aber ich verlasse erstmal die Quiz, weil ich den Part beenden will und dann beim nächsten Mal den Großjagras mache. Das werde ich aber, denke ich mal, alleine machen. Je schlimmer die Monster werden, dann werde ich auch natürlich Hilfe in Anspruch nehmen, klar. Ich würde es ja gerne mit jemandem spielen, nur habe ich nicht wirklich jemanden, der die Zeit hat, die ich habe. Und das immer mit mir spielen kann, wenn ich Bock habe. Das geht leider nicht so. Vielleicht hin und wieder mal den Gast, da gucke ich mal. Machaliterz, oh. Und ja, das wird ein schönes Spiel. Monster Hunter ist sowieso toll. Ich habe schon immer gewusst, dass mir diese Serie sehr gefallen wird. Ich habe bloß viel zu lange gewartet, mir ein Monster Hunter zu holen. Dass ich drei Ultimate mir geholt habe, damals war auch nur der Zufall. Man konnte sich es umsonst runterladen, wenn man sich eine Wii U gekauft hat, glaube ich. Da war irgendwas, so eine Aktion. Und ich habe erst gedacht, Wind Waker HD? Nee. Habe ich dann doch drei Ultimate genommen, weil ich auch noch nie Monster Hunter hatte. Und Wind Waker habe ich auf dem Gamecube schon gehabt. Mittlerweile habe ich es auch für die Wii U nochmal. Und das habe ich nicht enttäuscht. Was mich hier bei dem World enttäuscht, ist, dass der Zinogre nicht da ist. Ich hoffe mal, dass der irgendwann noch dazukommt, weil ich vermisse ihn schrecklich. Ihr Lieben, ich werde gleich hier speichern und erstmal aufhören. Mache ich jetzt. Nein, nicht auf die Karte. Und verabschiede mich dann erstmal vom Monster Hunter World. Bis zum nächsten Mal. Ciao.